Das ist eigentlich gekommen, was man geschwinger besser unterscheiden kann, wenn sie auf dem Platz, also im Platz innen sind und am Schwingen sind, ist das eigentlich aufgekommen, dass man mit zwei farbigen Schwinghosen schwingen kann. Und die dunklen Hosen hat der, der im Alphabet mit dem Nachnamen weiter hinten ist, und der, der die helle hat, ist mit dem Anfangsbuchstaben vom Nachnamen weiter vorne. Wie man hier sieht, im Schwingkeller werden sie sicher immer aufgehängt, dass sie auch trocknen können, wenn sie mal nass sind. Und sonst hat man sicher ein Lager oder etwas, wo man neue oder alte hinlegen kann. Es gibt verschiedene Schnitte, weil es verschiedene Hersteller gibt. Und darum tut man ein bisschen, jetzt probieren, einheitliche Schwinghosen zu kaufen oder zu verwenden. Die Organisatoren des Schwingfests sind verantwortlich, dass korrekt und ordnungsgemäße Schwinghosen zur Verfügung gestellt werden. Ich habe vom Ungesponnen 2017 Originalhosen eigentlich mitbekommen, die dunklen, weil ich meistens weiter hinten bin mit dem Anfangsbuchstaben und dem Nachnamen. Und dann habe ich die daheim so aufgenommen.